Shalom Aleichem. Heute wollen wir reden wegen dem bekanntesten Batchen in der jüdischen Volkskunst, Elikum Zunzer. Er ist geboren geworden am 28. Oktober 1840 in Vilna, in Eiches Dicker, aber verurimter Mischpuche. Die Neut hat schon begleitet seine ganze Kindschaft und die Jugend. Er beit Parnusses, wird verhabt von die Chappers von Rekruten. Wie es trefft sich aber nicht selten bei schafferischer Natur, ob die alle Schwierigkeiten und Wanderungen gegeben an Impuls für sein Talent, sich zu entblecken wie ein Singer und Verfasser von Lieder. In 1861 hat Zunzer sich besetzt in Vilna und geworden ein professioneller Batchen. In Ajurarim ist er aus seiner ersten Liedersammlung Shirim Chedushim, wo es Otasach beigetragen zu seiner Popularität. Man pflegt ihm verbeten auf die sammereichste Chassanes. In 1871 hat getroffen ein größer Unglück. Bei Sachalere sind im von 3 Tagen gestorben alle seine 4 Kinder. Auf der Rätsel von Rebbes Ruhl Salanter hat er sich herübergezogen in Minsk. In Minsk wird sein Haus ein kultureller Zentrum für die Orte in Maskilim in Chives Zion. Zu jener Zeit gehört sein bekanntes Lied die Soche, wie ein Ruf, sich zu nehmen bei Arbeiten der eigenen Erde. Wie euch die Lieder zu unser Vaterland, Jehudeske, Agneses Kalle und andere. In 1889 verbet man zu unseren Aufzutreten in Amerika, wo es wird sein Heim bis zum letzten Tag von dem Leben. Elikum Zunzer ist gestorben in 1913. Moshe Leib Halpern hat in sein treuer Lied auf Zunzers frischen Käfer geschrieben. Das kleine Lied, was du hast ungezunden, glied, es lebt und klingt in uns, dann nicht der Sungen Lied.